Publikum, herzlich willkommen bei Mein Weg. Heute habe ich zwei ganz spezielle Gäste, den Gunkel und den Tom Niesner. Hallo. Die beiden haben einen gemeinsamen Weg nämlich, der ganz interessant ist. Lieber Gunkel, es war ja nicht der Weg, den ihr gemeinsam angefangen habt. Der Weg war ein bisschen anders am Anfang. Ja, wir haben einander zufällig getroffen. Nämlich wirklich, also von meiner Seite aus zufällig, von Tom seiner Seite aus noch zufälliger, weil ich war bei Radio Orange eingeladen auf ein Interview mit, dass ein Fahrt wird Musik mitbringen und habe ich gemacht und habe Musik mitgebracht und gespielt. Und irgendwann spricht mich dann nach dem Interview jemand an, nämlich der Tom, auf, er ist zufällig da, weil du hättest irgendwie was anderes mal, bist eingesprungen. Tontechnik habe ich für eine andere Radiogruppe dort gemacht. Das war damals die humanistische Bewegung Österreich, ich weiß nicht, ob es da noch gibt. Und die, ja, das war, glaube ich, eher an dem Tag, wo die einmal keine Zeit gehabt haben. Also ich war schon am Weg dorthin. Es läutet das Telefon und sagt, wir kommen heute nicht, bitte mach irgendwas. Dann war ich irgendwie notgedrungenermaßen. Habe ich geschaut, was habe ich im Auto liegen an CDs und dachte, jetzt spiele ich halt einfach Musik. Und dann ist mir eingefallen, wir kennen ja, also jetzt sage ich mir, ich kenne ja, ich bin ja aufgewachsen, Walter Richard Langer, Ö3, wie Ö3 noch ein bunter, wunderbarer, schöner Sender war mit verschiedenen Richtungen. Und man dachte, das kann ich auch, weil ich kenne mich eigentlich häufig so ein bisschen aus mit den Sachen, die ich habe und kann was dazu erzählen und mache das jetzt einfach. Ja, und warum machst du das? Weil es ja ein Tonstudio schließlich nicht. Das war damals noch nicht. Das hattest du vor 20 Jahren noch nicht, nein. So lange kennt sie jetzt, weißt du schon. Okay. Es steht im Raum, dass eventuell hier mal. Eventuell sogar in einer Live-Performance, dass man das einmal live macht. Ja. Mit Publikum. Wäre sehr schön, ja. Und wie heißt jetzt eure Sendung? Weil das wissen wir noch nicht. Ja, jetzt haben wir nur mal darüber geredet, genau, wie wir einander getroffen haben. Genau. Und was wir gemeinsam machen, ist nämlich eine monatliche Radiosendung. Und es hat sich ergeben, dass der Tom eben gehört hat, was Musik, welche Musik ich gespielt habe. Und das hat ihm gefallen. Und dann sind wir ins Plaudern gekommen und gesagt, ja, würde ich auch gerne mal eine Radiosendung machen und dann uns austauschen. Und ich glaube, einen Monat später oder was. Haben wir ja, die Sendung gemacht. Die Sendung heißt Die Blaue Stunde. Und die ersten paar Jahre haben wir es irgendwie alleine gemacht, zu zweit. Ja, eigentlich. Weitestgehend. Das hast nämlich, du ohne Gäste erlaubt. Ja, nein, ja, jeder hat daheim schiebe Musik, ja, wo man halt irgendwie glaubt, das kehrt unter Kleid. Und wenn es unter Kleid ist, dann genau, auch zu Recht, dass man es nur mal spielt, weil genau, es ist ja. Leider. Ja, sowieso. Außerdem verbindet euch ja die Musik auch, was ich weiß. Was? Ja, ja, so gesehen, ja. Na ja. Ich habe dann alles später erst gezeigt. Es ist ja wurscht. Von Anfang an nicht gewusst. Es verbindet ganz ja einfach. Ich war, glaube ich, gerade Saxophon, war mir noch im Hinterkopf, aber irgendwie Wiener Wunder. Aber Bass war damals. Ja, na, vor 20 Jahren habe ich schon beim Dorfer Bass gespielt. Eben. Na, vielleicht war es dann eh schon. Also ich kann das gar nicht mehr, es ist so lang her. Also, geht doch nicht so, so lange ist jetzt. Du hast die Sendung früher nicht gemacht, jetzt wissen wir nicht mehr so genau Bescheid. Das kann man nur mal leben, das ist schon lange her. Ja, natürlich, ja, aber man weiß ja nicht, wie lange es noch wird. Also kostet jetzt sowieso ein Drittel von meinem Leben. Ja, von meinem bisherigen Leben. Ah. Und, aber ich bin ja schon gute, noch nicht in die Zielgerade eingebogen, aber Schlussrunde ist eingeleitet. Ein schönes Bild. Das haben wir alle drei. Also ein schönes ja Bild. Die so, Vorlage, die zwei nörgelnden Opas da von der Mappe ja, und das ganze Wald von Stettler. Hör ihr mal den Scheißdreck an. Ja. Was die heute das, Musik das hat machen mir heute sehr gut gefallen, aber das heißt nichts. Der Erste Weltkrieg hat mir auch schon gut gefallen. Ja. Das geht mal. Ich durfte ja auch schon mal Gast bei euch beiden in der Sendung sein, ja, voriges Jahr. Ich finde, die Sendung ist irrsinnig interessant, weil jeder bringt so seine Musik mit, was er gerne hört, und dann plaudert man ganz einfach mal ganz locker, und aber auch über die Musik und warum derjenige die Musik mitbringt. Das ist das, der Kern eigentlich. Der Kern. Ja, also es gibt, wenn man so will, eine Regel, nämlich
als Gast, du darfst spielen, was immer du willst, du solltest aber erklären, warum. Und dann geht alles. Also wenn wer kommt mit, was haben wir gehabt? Heintier, ja. Ja, wer das hat die das war ein Kammersänger mitgebracht? Nein, das war ein Kammersänger von der Volksoper. Ah, richtig, ja. Okay. Ja, fällt mir der Name nicht ein. Der hat aber erklärt, hört euch das einmal an, das ist einer der großartigsten Tenöre, die es jemals gegeben hat. Mhm. Das ist nicht irgendein Kind, das irgendwie singt. Ja. Und abgesehen davon, die mussten das damals so abliefern, wie man es hört. Also in Nachbearbeitung wie heute, mit das Production, das kriegen wir schon hin, hat es nicht gegeben. Der Bur hat das wirklich so astrein gesungen. Aber wirklich gut. Das ist ja ein schreckliches Schicksal, das drei Leute teilen, wahrscheinlich mehrere, aber von drei war es ist, nämlich Heintje, Michael Jackson und Peter Alexander wurden von irrsinnig vielen Menschen geliebt und vergöttert und die allermeisten von denen hatten keine Ahnung, was das für großartige Musiker waren. Ja, das stimmt, das ist richtig. Vor allem beim Alexander hat man es dann wieder gehört. Ja, vor allem mit Alexander. Der Probenpausen auf einmal gejazzt hat. Ein allgemein Talent. Ja. Das war so ein richtiger Entertainer. Darf ich kurz nachliefern, wenn du jetzt gerade einschierst. Derjenige, der den Heintje mitgebracht hat, das war der Wolfgang Gratschmeier. Ah, okay. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Auch sehr guter Mann. Ja. Auch auf Preisbaum übrigens. Ja. Ja, aber beim Peter Alexander ist nicht nur, wenn er Jazz-Klavier spielt, selbst wenn er irgendwas singt im weißen Rössl, Stimmsitz, Timing, Phrasing, Artikulation, das, wie der die Musik versteht und tragt, so dass jeder, wenn er derisch ist wie der Ofen, versteht, um was es geht. Es ist großartig. Also einer derer, der die Stimme oder der die Musik nicht nur singt, sondern der sie lebt. Ja. Wie bei uns Tänzer, wir hören zwar zu und es gibt viele, die tanzen einfach auf Musik oder sie tanzen die Musik. Mhm. Ja, das ist ja etwas, wobei ich weiß, sehen Sie mich wahrscheinlich jetzt bis zum Bauchnabel in irgendwelche Nesseln oder ich schwimme bis in den Horizont im Fettnapf herum. Das ist was, was ich bei Rock'n'Roll Akrobatik nicht aushalt. Da sind wir aber schon zwei, weil das halt ich auch nicht aus. Das ist die Leistung schauen. Ja, genau. Der spielt Musik und Leute schupfen sie. Ja, genau. Und die könnten sie schupfen zu einem Metronom. Ja, richtig. War es auch so gut. Also dieses nicht darauf achten, mir kommt das vor wie du hast eigentlich wie ein Politiker-Interview. Ja, genau. Der hat seine drei Talking Points. Wurscht, was du ihn fragst, das rät er da an, dann würde ich, Alter, hörst du? Nein, da setzt du dich nicht in den Nesseln, sondern da kann ich dir nur recht geben. Ich komme ja aus der Boogie-Szene und Boogie wird auch so getanzt, dass du die Musik vertanzt. Und wenn da eine Pause ist in der Musik, dann hast du zum Stehbleiben und nichts zu tun. Und wenn es weitergeht, dann setzt du wieder ein. Aber nicht so einfach irgendwie und da tun wir und da machen wir. Ja, nein. Ja, nämlich auch der innere Groove der Musik. Ja, genau. Nein. Gilt das auch unter Wettbewerbsbedingungen oder ist man dort gezwungen, dort eins nach anderen? Also das sollte man auch da berücksichtigen. Auch bei Wettbewerben ist es so, weil so viele nicht Boogie schauen. Also warum ist das meistens Standard Latein und da hast du deine Vorgefertigten. Mhm. Bei Boogie ist ganz anders. Da gehst du raus, ziehst eine Nummer, hast keine Ahnung, was für ein Musikstück kommt. Du hörst die ersten Takte und dann musst du entscheiden, was tanze ich jetzt. Und das ist aber auch Das ist der Unterschied. Was davor Du hast da etwa drauf, ich sage jetzt einmal 500 Glieder und aus denen kann irgendwas kommen. Puh, es swingt nicht alles gleich. Also, das ist der Unterschied. Ja, außerdem, nochmal zurückzukommen auf Rock'n'Roll. Rock'n'Roll klatscht auf 1, Boogie klatscht immer auf 2. Ja, also Rock'n'Roll in richtig noch klatscht auch auf 2. Sollte, aber Rock'n'Roll Akrobatik ist immer 1 und da haben wir schon Riesenprobleme. Ja. Also wenn du ein Turnier gemeinsam hast mit Rock'n'Rollern, die klatschen auf 1 und du stehst durch. Was macht er da? Ja, Wahnsinn. Das ist ein bisschen europäisches. Wobei, ich denke dann immer, wie hört ihr die Musik? Das ist, wie wenn du einen Bentley schenkst
Und nach einem Jahr fragst du ihn und er sagt, ja, wunderbar, die Fund ist, was da drin war, das haben wir rausgerannt, die Wetterseite haben wir verkartet und die Alte. Ja, genau so. Also, ich habe mir gehört, glaube ich, mich erinnern zu können, Simon & Garfunkel im Central Park, und das war für mich als Europäer so, was? Waren 5000 Leute auf 2 und 4 klatschen. Ja, so. Das hört sich so. Stimmt das? Ja, aber auf einmal hört sich falsch an, weil man sieht. Wenn man es nicht kennt. Ja, das ist da los. Eigenartig. Aber zurückzukommen nochmal auf die Musik. Du bist ja in einer Band mit dabei. In welcher? Nein, in einer der größeren Austropop-Bands, ne? Ja, echt super heißen die. Und wir spielen viel zu wenig. Also es sollte öfters was sein. An sich eine top besetzte Partie. Es macht wahnsinnig Spaß, mit denen zu spielen. Das ist selbstverständlich eine Musik, die ich mir privat nicht wirklich anhöre. Wird auch in unserer Sendung eher kaum vorkommen. Aber mit dem richtigen Team sowas auf die Bühne zu stellen, auf einem sehr hohen Niveau, das macht unheimlich Spaß. Und darum immer wieder gerne und jederzeit. Und welche Bands noch? Puh, also bis vor einem Jahr war es noch die Patricia Hill, da hat sich aber jetzt irgendwie nichts mehr getan. Ilvi ist gerade ein Projekt, das ich auch gerade produziere, da kommt jetzt demnächst die EP raus, eine ganz junge Band. War für mich eine Herausforderung, weil eigentlich wollte ich es nur produzieren und dann haben wir eigentlich einen Bassisten auch gebraucht. Und es war auch noch der Franz Alexander Langer dabei in der Urbesetzung als Keyboarder, man dachte, ja, wir zwar. Sind dort die Dorfältesten, muss man nicht dazu sagen. In der Band könnte jeder der Protagonisten mein Sohn bzw. Tochter sein. Mhm. Und das hat mir irgendwie gedacht, nein, das ist geil, ich kann nicht dort irgendwie mit den. Ich meine, die waren aber so gut und so engagiert, man dachte, mit denen macht es echt Spaß, das ist eine richtige Bereicherung, mit denen spiele ich gern. Den Premiere-Gig hatten wir jetzt schon im Tunnel und der ist sehr gut angekommen, jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Ja, vielleicht kommt es aber da her. Durchaus möglich. Einfach mehr. Ich den Dieter kann man mal sagen, weil ich auch ein netter Interviewpartner. Den Dieter habe ich sogar selbst einmal angeschrieben, aber bis noch keine Antwort gekriegt. Ah, na, sage ich ihm, aber ist kein Problem. Dass er da kommen kann, dass das gut ist. Ja, auf jeden Fall. Nein, wir sind offen für alles. Also von Kabarett bis Musik, bei uns gibt es alles. Patricia war bei uns schon. Hör man die kann viel erzählen. Ja, die kann extrem viel. Also, ja, die auch, ja. Ja, auch. Spaß beiseite. Ja, war jetzt mal anders. Ja, ich bin schon. Was hast du gesagt? Ich bin manchmal zu schnell. Spaß beiseite. Merke ich auch bei den Sendungen. Wir drei haben uns ja im Speziellen kennengelernt bei diesem armen Hilfsprojekt, genau. Das wir da gemeinsam unterstützt haben. Allein und das Land. Ihr stimmlich, bassmäßig, ich mit der Produktion des Videos, Allein und das Land. Bass habe ich gespielt auf der Produktion, aber es wurscht. Ja, aber im Video hat es der Gunther. Da hat auch der Kleinspiel. Genau, mit Kleinspiel. Ja, aber das war nur. Nee, das war just for show. Also, das ist ja. Egal. Aber es war eine tolle Sache. Da waren ja extra sehr viele Leute beteiligt dabei. Es hat leider nicht irgendwie die Bühne bekommen, die es verdient hätte. Aber ja, da sind schon. Ein österreichisches Schicksal. Also ohne da ist irgendwie an Verschwörungstheorien zu zerren. Aber da waren schon höhere Mächte auch mit im Spiel. Ich weiß doch von einigen Geschichten, wie das im Studio hätte sein sollen beim Franz. Und eine Stunde vorher abgesagt und keiner weiß warum. Fernsehteam ist dann nicht gekommen. Irgendwas war nicht ganz sauber. Es gibt das Video leider. Mittlerweile, man kann es auch schauen. Es gibt es noch immer, ja, Allein an das Land. Findet man im YouTube. Richtig. 1000 Menschen. Nein, 100 Menschen. 100 Menschen, eine Stimme. Nicht 1000. 1000 war ja. Ein bisschen übertrieben. 100 reichen, ja. Was sind so die Pläne in nächster Zeit, Gunkel? Bei mir, ich spiele mit dem Gerhard Walter, das ist Herz und Hirn 3, sehr gern. Ich spiele mein Solo jetzt nur ein paar Mal, das ist so und anders. Ich schreibe gerade, bin dort am Fertigwerden vom nächsten Programm. Und, mit dem Georg Breinschmidt mache ich auch gemeinsame Abende. Mit dem Lesch werde ich, ja, was mich sehr freut, eingeladen, eine Bücherpräsentation im Moorabau zu machen. Mhm. Das Buch hat er geschrieben mit einem anderen, aber um das Buch zu promoten und zu präsentieren, hat er mir eingeladen, dass ich dabei bin.
geht um die Außerirdischen, was ein sehr ergiebiges Thema ist. Okay. Da gibt es ja mehrere Kabarettisten, die so das Thema bemüht sind. Ja, ja, wobei es ist ja lustig nur, wenn man sich einfach rein logisch durchdenkt. Also ich glaube, die Ausländischen, wenn sie uns sehen, hätten sagen, danke, freuen wir wieder. Ja, vor 2 Jahren die Außerirdischen landen und fragen, wer ist denn der Mächtigste auf eurem Planeten? Und du sagst einen Trump. Ja gut, wer ist der Zweitmächtigste? Und du sagst einen Putin, sollen die Burschen schleichen. Das hat keinen Sinn, das bringt nichts. Ja, nehmen wir mit unter dem Kapitel How Not to Do It. Ja, genau. Ja. Aber es gibt auch so ein paar Sachen, die man sich überlegen kann, die wirklich problematisch wären und die nicht unwahrscheinlich sind. Also davon abgesehen, dass die nicht kommen werden, weil man. Warum auch? Ja, nein, dieser ja, oder wir sind ein Experiment dessen. Die sagen, okay, ja, wir haben ja rausgesetzt, wir schauen, was da passiert. Aber es ist, wenn man sich nur die Distanzen anschaut. Richtig. Es ist ja, das würde man dann wieder eine Gottestheorie unterstreichen und da wird schon wieder wohl, ja. Ja, und dann also, man muss ich ausschauen. Dafür. Gott, dann gib mir aus, weil das ist. Nein, so alles ist ja, das gibt's. Das machen wir, das ist. Alle fahren nicht auf. Ja, hast du jetzt geschossen. Na, dabei, ich finde es immer so schön auf den Punkt genau. Na gut. Ja, ich hoffe, dass wir dann zumindest die Vorpremiere von deinem neuen Programm bei uns abhalten werden können. Ich mache keine Vorpremiere. Nein, ich habe den sein Reinheitsgebot. Okay. Premiere ist die erste Vorstellung. Ja, deswegen heißt es so. Und das passt ja. Dann, ja. Aber ich komme gern. Wunderbar, das machen wir uns dann noch aus. Thomas, wie schaut es bei dir aus? Nichts Großartiges, außer immer wieder meine Hörbuchproduktion mache ich gerade im Studio. Und hin und wieder leise. Ich mache Live-Ton, ist ja mein zweites Standbein. Schauen wir, was der Sommer bringt, ob es Festivals gibt, ob es wieder was gibt, da diese Wien-Kunst- und Kulturwochen, da war voriges Jahr. Und wir schauen, ob das wieder die VSVL macht, dann werde ich ja auch wieder Bühne übernehmen. Mhm. Ich bin noch offen für vieles, also wenn jemand was weiß. Dann wendet es euch an mich oder an den Tom direkt. Ja, apropos, wenn wer was weiß, Internetadresse www.groovemusic.at. Also GRO. Gunkel.at. Gunkel.at. Ja. Mails schreiben hat keinen Sinn, weil ich. Geht nicht. Da gibt es zwar eine E-Mail-Adresse, aber die landet im. Irgendwo. Im Nirvana. Also ich bin schon drauf gekommen. Außerhalb der. Nein, das muss man anders machen. Ja. Nein, ich kann das nicht. Also Computer und Gunkel werden niemals wirklich dicke Freunde werden. Das habe ich jetzt auch schon begriffen. Und kann ich aber auch verstehen und nachvollziehen. Ja, muss ja nicht das eh, dass sie mit dem auseinander gefühlt. Ja, nein, ein paar Sachen kann ich, aber ich bin eh überfordert. Also die Menschen, mit denen ich Umgang habe, das kann ich mir aussuchen und das kann ich mir einteilen. Und alles darüber hinaus ist mir, also wenn man vorstellt, dass ich jeden Tag eine Stunde sitze, E-Mails beantworten. Oder gar Facebook. Ja. Apropos, das fordert man noch ein auf die Schnelle, was mir jetzt auch noch so durch den Kopf gegangen ist. Familie Lessig, wie schaut es denn da aus? Genau. Das wird sich weisen, das war es mir jetzt noch nicht. Okay. Weil. Ist Umbruch im Werden oder was? Bitte? Ist Umbruch im Werden? Ja, weil der Boris, der Keyboarder. Alles Köder. Hat jetzt. Genau, ja. Eine, na, Lehre heißt es nicht, Ausbildung zum Kindergärtner, um einen soliden Beruf zu haben. Ja, und da ist natürlich Tour fahren nicht drin. Ja. Weil man die Geschroppen nicht eine Woche lang sedieren kann, bleibt daheim. Machst du eine Beschäftigung? Ja, genau. Ja, wobei, da wissen die sogar, wen man schicken könnte, weil er geht in die gleiche Klasse wie der Vorbesitzer des Jochers. Interessanterweise. Der ist auch auf Kinderbetreuung gestiegen. Ja, der ist auf Kinderbetreuung gestiegen, deswegen hat er das Jocherl übergeben, nämlich an mich. So, das war mit der Grund. Die Welt ist klar. Ja, die Welt ist ja klar, das ist der Markus Bittner. Familie Lessig, muss man mal abwarten, was passiert. Muss man, wie es weitergeht. Weil das, was die Band auszeichnet, großes Wort, aber ausmacht, sagen wir so, ist, dass wir alle
gern miteinander spielen, weil das Hochvirtuosentum knattern wir nicht ab, aber was die Band macht, ist das, was man gern sieht, wenn man auf der Bühne schaut, wenn Leute miteinander Musik machen, dass es denen miteinander gut geht und die miteinander eben gern Musik machen. Und der Manuel ist mit dem Boris gemeinsam in, glaube ich, sogar Volksschule gegangen. Also die zwei sind seit ewig miteinander. Und Manuel Rube übrigens. Ja. Und wenn jetzt der Boris aus diesem Gefüge draußen ist, weiß man nicht, wie sauber das, was die Band ist, wiederherstellbar ist, weil dort wer anderer sitzt, der halt auch Klavier und Gitarre spielen kann. Aber nicht das in dem Sinne wie Boris. Ja, ich kenne die Band jetzt seit am Beginn und man hat immer gesehen, es macht euch irrsinnig viel Spaß, miteinander zu spielen. Ja. Wenn da natürlich dann einer rausfällt. Ja, und es ist sogar, wenn das ein netter Mensch ist, egal. Aber es ist dann nicht das. Und dann ist eine Frage, Reinheitsgebot, darf man das als das verkaufen, was es nicht mehr ist? Mhm. Oder darf man das dann umwidmen auf, das ist jetzt etwas anderes, aber eigentlich. Genau. Und so, also das muss man abwägen fürs Publikum und auch für sich. Also wie gestaltet man sich als das, was auf einer Bühne passiert? Und da muss man schauen. Also ich bin da sehr neutral, aber ich sehe, dass es eine Dynamik gibt, die kein Block ist, wo man sagt, das ist wurscht, kann es hinführen, was da anders und dann passt schon. So ist es nicht. Also, man, ja, Manuel kennt man eventuell auch tauschen, ist nicht gesanglich, aber tänzerisch wäre die tänzerische Nein, Plan, also das, was er macht. Er hat sich ja schon stark bemüht. Ja, so wie er tanzt, tanzt niemand anderer. Völlig zu Recht. Aber das kannst du nicht tauschen. Das ist untauschbar. Die tanzen wäre ich auch ganz gut. Nein, das schaffst nicht einmal du. Nein, das schaffst du nicht. Nicht so. Er ist ja nicht Antitanz, das will ich gar nicht sagen. Er hat ja ein gewisses Feeling. Aber anders. Es ist Manuel, Punkt. Ja, und das stimmt in sich, aber. Ja, genau so ist es. Schade, es gibt ja Leute, die können nicht tanzen, die können vielleicht tanzen, weil sie es hören, aber nein, bei ihm ist, er hört, aber er kann es halt nicht so umsetzen, wie er es gern tät, aber er bemüht sich zumindest sehr. Nein, ich glaube schon, dass er das umsetzt, wie er es spiegelt. Also das hat in sich eine Authentizität und eine Griffigkeit, die stimmt. Es gibt ja Leute, die können singen, obwohl es eigentlich nicht wirklich jeden Ton erwischen. Mhm. Alex Water von den Echten haben dazu gesagt, es gibt so ein Spiel, wo man daheim singt im Computer eine. Für Karaoke für daheim. Und da hast du auch immer die Kurven, wie genau du die Töne erwischst. Und der Alex hat gesagt, es war erschütternd, weil also kein Ton war genau dort von Anfang, wo er hingehört. Und das kann keiner sagen, dass der Alex jetzt wieder war. Ich wollte gerade sagen, hat eigentlich... Wahnsinn, der fuhr sagt alles, man glaubt es ihm und das, wenn du es hörst, sagt er, das ist... Aber wenn du es ausliterst, genau, und es ist aber... wirklich gut gesungen. Und sagen wir so, was der Manuel tanzt, ist nicht so gut getanzt, wie der Alex singt. Aber der korrekte messbare Vollzug ist nicht... Also wenn einer genau das macht, was der Manuel macht und sie dabei nicht gespielt, denken wir sie alle nie. Komm, leg die hin. Und bei Manuel denken wir, ja, aber... Ja, passt und das ist richtig.
Na gut, meine Lieben, die Zeit vergeht wie im Flug, leider Gottes. Also eine halbe Stunde ist leider nicht lang. Mehr haben wir nicht. Also ich glaube, wir werden irgendwann einen zweiten Teil machen mit euch zwei. Ja, da gibt es so viel noch zum Blaue Stunde, ich glaube, also das ist die Blaue Stunde, weil uns genau das passiert uns regelmäßig. Wir machen eine Karte und wir machen weiter. Wir verabschieden verschiedene Abschiede. Wir verabschieden uns. Ja, okay. Also, mein liebes Publikum, wir hatten heute zwei Hochkaräter bei uns, Gunkel und Tom Niesner. Herzlichen Dank für euer Kommen und Erscheinen. Danke für die Einladung. Aber, und jetzt kommt's, das schreit nach einer Nachfolgesendung. Das war noch bei Weitem nicht alles. Bleibt da, schaut euch das an. Und noch was, Blaue Stunde wird dann hier irgendwann auch demnächst live ausgestrahlt. Erfahrt alles noch. Jetzt noch geschwind nochmal die Url, www.groovemusic.at, da gibt es einen Menü, da steht Blaue Stunde Radio und dort findet man nämlich das komplette Archiv zurück bis 2002. Ganz wichtig. Ganz nachhören wichtig. In langen Stunden, wenn es draußen regnet, kann man sich das alles anhören. 20 Jahre? Ja, sind fast. Zu 12 Monaten? Ja. Na, da ist ein bisschen was. Ganz selten einmal ist es ausgefallen. Ja, also weniger Ausfall haben wir gehabt. Da habe ich dann eine Wiederholung gespielt meistens. Aber das ist vielleicht 6-mal passiert in den 20 Jahren. Das soll es 10-mal sein. Ja gut, in diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.